Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute möchte ich euch mal nicht vorrangig Uhren zeigen, sondern heute soll es um Bänder gehen. Und zwar um Bänder, die für den Sommer, denke ich, sehr, sehr gut geeignet sind, zu denen ich persönlich immer so eine Art Hassliebe habe. Es geht um Canvas-Bänder. Canvas-Bänder sind Bänder aus grobem Stoff, zu deren Design es gehört, dass sie ausfransen und sehr schnell gebraucht aussehen. Es ist also kein Fehler des Materials, sondern das ist vom Design her so gewollt. Canvas gibt es in unterschiedlichsten Varianten, zum Teil mit Leder auf der Innenseite, mit offenen Kanten, sodass die Kanten schneller ausfransen, teilweise mit geschlossenen oder umgenähten Kanten, wie die Bänder, die ich euch heute im Detail zeigen möchte. Allen gemeinsam ist, dass sie an irgendeiner Stelle vom Design her ausfransen. Einige schneller an den Löchern, andere haben einen Lederstreifen über die Löcher geklebt, dass diese nicht so schnell ausfransen. Das Material bleicht aus. Wer damit ins Salzwasser geht, wird merken, dass das auch den Bändern zusetzt. Insgesamt sind die Bänder dafür gemacht, schneller gebraucht auszusehen. Es gibt Bänder, die vom Design her ähnlich aussehen, Segeltuchbänder, die sind aber wesentlich robuster und bekommen den gebrauchten Look nicht so schnell wie Canvasbänder. Heute möchte ich euch im Detail einen Satz Bänder zeigen, die ich mir zugelegt habe für den Sommer, um ein bisschen mit Farbe spielen zu können. Alle habe ich von Miros Time gekauft. Und ich habe nichts dafür bekommen, habe sie alle komplett bezahlt. Insofern kann ich sie euch auch guten Gewissens zeigen. Ich werde dafür drei verschiedene Uhren nehmen. Zum einen mal meine Outdoor 41 von Archimede. Die ist relativ schlicht vom Bild her. Dann die Flight Engineer von Guinan mit einer Drehlünette und einem sandgestrahlten Gehäuse. Und von Sinn die 7563, die selber ein bisschen Farbe auf dem Ziffernblatt hat, einfach um zu zeigen, wie die Bänder dann wirken. Am Ende zeige ich euch noch einen Trick, wie ich persönlich mit den ausgefransten Bändern umgehe. Hier haben wir schon mal drei Bänder im Satz. Links ein schwarzes, in der Mitte ein weinrotes und rechts ein blaues. Insgesamt könnt ihr sehen, dass die Bänder ganz unterschiedlich an den unterschiedlichen Uhren wirken. Und mir persönlich gefällt das Schwarze an der Outdoor 41 ausnehmend gut. Ich finde, das passt perfekt. Ebenso wie ich finde, dass das Blaue an die Sinn sehr gut passt. Bei dem Roten an der Flight Engineer, na, das beißt sich ein kleines bisschen mit dem orangenen Leuchtpunkt und der orangefarbenen Zeigerspitze. Allerdings sind die Farbkleckse auf der Uhr so klein, dass das nicht unmittelbar auffällt. Ich glaube, das kann man ganz gut tragen, auch wenn vielleicht Weinrot nicht unbedingt meine primäre Farbe ist. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von nahe an. Das ist also die Outdoor 41 an dem schwarzen Canvasband. Man kann schon sehen, das ist ein Band, was ich etwas getragen habe. Das ist schon ein bisschen ausgebleicht und hat Spuren. Das nächste Band, was ich euch zeigen werde, ist ein ganz neues, das ist aus der Bestellung, die ich getätigt habe. Hier sieht man, dass das Band wirklich noch gerade ist, keine Knickfalten hat, so gut wie keine Gebrauchsspuren, aber die werden, wenn ich das Band denn trage, mit Sicherheit auch kommen. Die Sinn 7563 hat ein dunkelblaues Ziffernblatt und deswegen finde ich, dass das blaue Canvasband sehr, sehr gut zu der Uhr passt. Canvas hat insgesamt den großen Vorteil, wenn es nass geworden ist, es trocknet relativ schnell
und trägt sich auch bei großer Hitze sehr angenehm, weil es ein bisschen von dem Schweiß aufnimmt, wenn man denn schwitzt und insgesamt aber auch Luft durchlässt. Man schwitzt nicht so stark darunter wie sonst. Jetzt haben wir links ein petrolgrünes Band an der Archimede. Das schwarze Band ist von der Archimede zur Ginon gewechselt und an der Sinn haben wir ein braunes Canvasband. Das Petrolgrüne an der Outdoor finde ich passt auch sehr gut als Fieldwatch. Eine solche Farbe finde ich passt wirklich gut. Insgesamt denke ich, dass die Archimede wirklich beinahe jede Farbe verträgt, auch wenn der Sekundenzeiger stahl gebläut ist. Hier finde ich beißt gar nichts. Das schwarze Band geht auch an der Flight Engineer hervorragend, passt super gut, passt auch gut zum Tool-Charakter der Uhr mit dem sandgestrahlten Gehäuse. Finde ich, passt alles wirklich sehr, sehr gut. Das braune Band an der Sinn, das würde ich jetzt so nicht wählen. Wenn braun, würde ich hier gegebenenfalls dann doch eher ein Lederband mir aussuchen. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Auch das ist ein ganz neues Band, hat noch keine Spuren des Gebrauchs, ist noch nicht ausgefranst und sieht an der Outdoor wirklich ganz gut aus. Das bereits getragene schwarze Canvasband an der Flight Engineer, das finde ich passt wirklich hervorragend und mit dieser Uhr kann man dann wirklich auch alles machen: Schwimmen, Sport, Tauchen. Die Uhr macht dann alles mit und das Band ebenfalls. Und nochmal das braune Band an der Sinn gefällt mir nicht so gut. Also diese Kombination werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tragen. Ja, nochmal etwas mehr Farbe, ein orangenes Band an der Auto 41. Das orangene Band passt übrigens auch hervorragend an die Sinn 756 mit den orangefarbenen Indizes. In der Mitte auf der 12 Uhr, eine Position falsch rum angelegt, naja, habe ich gerade erst gesehen, ein stahlgraues Band an der Flight Engineer und das Schwarze an der Sinn. Das Schwarze an der Sinn geht, muss aber auch nicht zwingend sein in meinen Augen, aber Schwarz ist neutral, da beißt sich zumindest nichts. Das Orangene an der Outdoor 41 finde ich klasse, macht aus der Uhr eine richtig schöne, frische Sommeruhr und da habe ich also wirklich richtig Lust drauf, mit dem Hund im Wald spazieren zu gehen oder an den See, an den Teich zu fahren. Wirklich, das ist so eine Kombination, die mir schlicht und ergreifend gute Laune macht. Und da freue ich mich umso mehr auf die nächsten Sommertage und Temperaturen über 20 Grad. Das stahlgraue Band an der Flight Engineer passt auch gut, hat aber etwas weniger Kontrast als ein schwarzes Band oder ein farbiges Band. Dadurch wird die gesamte Kombination etwas zurückhaltender in meinen Augen. Kann man gut tragen, aber es stößt mich weder ab noch reißt es mich vom Hocker. Also ja, kann man machen, muss man aber auch nicht zwingend machen in meinen Augen. Und nochmal zum Vergleich, das schwarze Band an der Sinn. Ja, wie gesagt, hier würde ich dann, wenn schwarz oder braun, eher Leder nehmen und wenn Canvas, dann doch eher etwas Farbiges. Und jetzt packen wir die ganzen Bänder, die ich hier im Set habe, nochmal nebeneinander, denn das wird so ein Teil meiner sommerlichen Bandspielereien werden. Möglichst viele Farbvarianten und Auswahlmöglichkeiten, um den Uhren ein kleines bisschen Abwechslung zu gönnen. Die beiden blauen Bänder sind übrigens unterschiedlich, auch wenn das in dem Video nicht ganz so deutlich rauskommt. Das eine ist ein Ticken dunkler, das andere ein Ticken heller. Ich weiß jetzt auswendig nicht genau, wie die Bezeichnungen sind, aber wenn ihr bei www.mirostime.de schaut, die Bänder kosten alle um die 20 € mit der normalen Stahlschließe, knapp unter 20 € mit der PVD-Schließe, knapp über 20 €, also wirklich nicht teuer. Und wer das mal ausprobieren möchte, wird da auch nicht sehr viel Geld verbrennen, wenn es ihm nicht gefällt.
Und für einen Sommer, für einen Urlaub oder auch für eine Sportuhr sind das wirklich schöne Alternativen in meinen Augen. Ja, ich hatte euch noch gesagt, ich zeige euch noch, was ich tue, wenn mir die Benzer zu sehr ausfransen, wenn der gebrauchte Look zu stark wird, denn das ist etwas, was ich persönlich nicht so richtig super gerne mag. Ja, das ist so die Grenze, wo ich sage, das geht noch. Wenn es dann mehr wird, gefällt es mir wirklich nicht mehr so gut, insbesondere wenn die Kanten anfangen auszufransen. Auch das mag ich nicht. Dafür nehme ich dann ein Teil, was ich normalerweise nur in der Küche verwende, um die Kruste auf der Crème Brûlée zu karamellisieren. Das ist so ein kleiner Flammenwerfer hier. Da kommt also richtig, richtig Druck raus. Und damit flemme ich dann einfach die aufgedröselten Fäden ab. Eine Kerze würde ich hier nicht empfehlen, weil eine Kerze selber Ruß hat. Ja, ihr könnt sehen, das hilft doch deutlich. Qualmt auch ein bisschen. Aber es hilft. Und wie ihr sehen könnt, das macht auch die Finger schwarz. Deswegen keine Kerze, dann wird es noch schwärzer. Ja, das Ganze hat in meinen Augen wirklich gut geholfen. Da ist doch deutlich etwas zurückgegangen von den losgelösten Fransen. Und das kann man durchaus ein paar Mal machen, wenn einen das Gefranse zu sehr stört. Ja, das war also mein Spezial über Canvasbänder. Würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was eure Erfahrungen mit Canvasbänder sind, ob ich euch vielleicht zeigen konnte, was ihr noch nicht kanntet und ob ihr auch an dieser Art von Videos Spaß habt. Bis dahin, bleibt gesund, freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, Axel.